Yo, was? Ab, Bros, hier ist nix in der Hausnummer. Partytime hier mit nix. Und Tomb Raider, die 2013er Version. Das seht ihr ja schon an der Grafik, dass es das neue Spiel ist. Ist ein super geiles Spiel hier schon mal. Also ich suchte dieses Spiel total ab, also... Ja, also da hat mich God of War hat mich zwar ziemlich enttäuscht, aber dieses Spiel ist einfach nur der Knaller. Naja, okay, gut, jetzt gehen wir mal weiter. Wir müssen jetzt hier durch, um zum Funkturm zu gehen, den ihr da hier ein wenig sehen könnt. Da oben hier, da müssen wir ganz nach oben dann. Hat er in der letzten Folge gesehen. Wenn ihr die Folge verpasst habt, könnt ihr ja auf meinem Kanal sehen. Dann findet ihr sie bestimmt. Und dann gehen wir jetzt mal hier durch und... Ziemlich heiß hier, gell, Lara? Oh, jetzt müssen wir hier... Oh, jetzt müssen wir hier richtig aufpassen, weil wir müssen jetzt da durch und wir dürfen... Oh, und wir dürfen da nicht irgendwie drankommen, weil das ist ziemlich heiß, schätze ich mal. Ich weiß es zwar nicht, aber ich schätze schon, wie die Reaktion von... Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Die Reaktion davon der Lara so ist, heißt das wohl... Die sind ziemlich heiß. Wir sind zum Glück gleich hier draußen. War ja jetzt nicht gerade besonders schwer und mussten jetzt auch nicht gerade besonders weit laufen. So, jetzt sind wir draußen, wieder an der frischen Luft, in der Natur. Und wir müssen ganz nach da oben. Wie toll. Aber wir werden bestimmt noch ein... Wir werden aber bestimmt noch ein paar Leute treffen, die wir dann töten müssen auf dem Weg zum Leuchtturm. Die reinste Kletterpartie wird es jetzt, diese Folge. Schätze ich mal. Ich hoffe mal, dass wir auch bald an diesem... Oh! Das ist mal ein Mädchen. Ne, ihr braucht keine Unterstützung, Leute. So, gleich hole ich mir die Pfeile wieder. So, jetzt noch ein Schuss. Der wird jetzt richtig fett sitzen. Wird jetzt richtig fett sitzen. Das wollte ich sagen. Gut, 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 gut. Hier ist Munition, die nehmen wir mit. Da hinten sind schon welche. Mal ein bisschen warten. Hopp, komm. Da reicht ja ganz normal so ein ganz luschischer Schuss. Gott, von wo schießen die? Ah, von da oben. Ah, scheiße, voll daneben geschossen. Okay, einer tot. Jetzt sind es nur noch zwei, die da oben warten. Nee, wie viel... Wie viel warten denn hier? Gut, 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 gut. Wir schaffen es. Ist ja kein Problem für unsere Lara. Los, jetzt komm raus. Nicht wirklich, aber willst du ein Feuer? Ja, gut, ein Kopfschuss. Können wir da eigentlich darüber klettern? Ah ja, natürlich können wir nach da drüben klettern. Finden wir jetzt bestimmt irgendetwas. Ach Mist, jetzt habe ich keine Munition mehr. Jetzt habe ich nur noch ein paar Pfeile. Gut, ich muss aber hier wirklich aufpassen. Nicht, dass ich jetzt noch an meinem Übermut dran sterbe. Jawohl, Lara, das hast du super gemacht. Oh ja, sie schießt uns in Stücke. Da hast du aber sowas von recht. Hier, das ist mal eine emanzipierte Frau, würde ich mal sagen. Und jetzt runter sliden hier. Hui! Los, komm.
Komm. Schön hier. Hopp. Scheiße, die hat keinen Pfeil mehr. Ach, Kacke. Nimm einen Pfeil. Hopp. What the fuck? Hopp, Lara. Wo ist er? Wo ist der Lumpen? Jawohl, genau, Lara. Du bist emanzipiert. Du brauchst keinen Mann mehr, um die ganzen Männer hier umzulegen. Das sagen sie selber auch. Das Blöde ist, wir haben jetzt keine Pfeile mehr. Beschieß doch so gerne mit den Pfeilen. Jetzt wieder so ein Hinweis. Wer ist... 13. Oktober. Also, wem es interessiert, was da steht, könnt ja euch es anschauen dann. Beziehungsweise auf Pause drücken. Aber wir wollen da jetzt... direkt weiter. Boah, Alter, wie sie gesprungen ist. Richtig top. Genau, schön den Stein in die Fresse. Müssen wir wirklich aufpassen. Ich hab den nur mal ganz kurz irgendwo runter geschmissen und der stirbt gleich. Was ein krasser Typ, ey. Boah, jetzt geht's hier aber richtig ab mit der Action. Jetzt müssen wir hier gegen ziemlich viele Banditen oder was auch immer das sind kämpfen. Ey, den habe ich einfach nur mal kurz runtergeschmissen und der ist auf den Rücken gefallen und dann ist er tot. Der ist bestimmt querschnittsgelähmt. Ah, du doofe Kuh, nett. Aus dem Weg! Sie gehören mir! Nein! Du schaffst es. Ah, gut, ich verstehe. Oh, war das einfach. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre irgendwie schwerer gewesen. Aber nee, das war ziemlich recht easy weasy. So, okay, gut. Jetzt gehen wir rein. Jetzt sind wir auch gleich am Turm und dann müssen wir nur noch den Turm hochklettern. Nicht vergessen zu plündern. Genau. Gut, wo müssen wir lang? Müssen wir da lang? Ah, ist eigentlich egal, wo wir langlaufen. Obwohl, wir könnten eigentlich noch mal kurz nach da hinten gehen. Ich glaube, da war irgendetwas, wo man lang... genau. Munition, gut. Das könnte man mal aufbrechen. Bestimmt finden wir da irgendwas. Genau. Und für was haben wir das jetzt aufgebrochen? Ey, für was? Ey, also wegen sowas könnte ich mich eigentlich immer tierisch aufregen, weil da irgendwie überhaupt kein Sinn dahinter steckt, wenn man die Tür aufbricht und nichts ist drin. Den Sinn will ich mal verstehen. Wirklich, den Sinn will ich einfach mal verstehen. Warum? Warum machen die dann überhaupt solche Türen, wenn da nichts drin ist? Ah, okay, gut. Hier uns mal ein bisschen kurz wärmen. So, gut, jetzt haben wir Feuer. Jetzt machen wir aber mal hier die Tür hier auf. Da finden wir bestimmt auch irgendwas. Oder das ist auch wieder total... Ach, scheiße. Oder ist es auch wieder total unnötig, dass diese Tür da überhaupt gibt? Und Lara und... Jawohl, du emanzipierte Frau. Was ist denn da drin? Irgendwas Wertvolles? Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Keine Ahnung, Mädchen, keine Ahnung. Das kann ich dir nicht beantworten. So, jetzt haben wir uns irgend so eine Erkennungsmarke geholt.
Und wir könnten mal hier kurz ein Feuer legen. Und jawohl, da ist jetzt irgendetwas rausgefallen. Was los? Das machen wir jetzt mal kaputt. Ah, das ist gut für seine Waffen zu verbessern. Bogen, alles Mögliche halt einfach zu verbessern. Das ist wirklich dann optimal und prima. Jetzt müssen wir nur noch nach da oben klettern. Da ist ein Feuerchen. Da müssen wir jetzt aber nicht hin. Wir müssen nämlich nach da drüben klettern. Wir haben es nämlich auch gleich geschafft, Lara. Also ich glaube, diese Lara, diese Croft hier, die ist mehr emanzipiert als irgendein Mann. Okay, los geht's. So, jetzt geht die große Kletterei hier mal los, ne? Jetzt müssen wir mal nach da oben klettern und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Boah, diese Aussicht. Bleib mal stehen, Lara. Stopp. Okay, gut, dass du weitergeklettert bist. Aber schaut euch einfach mal diese Grafik an. Einfach wunderbar. Und dieser Arsch. Da sieht man mal, dass ich ein Mann bin. Boah, ey, also mutig, also... Und die hat nur so ein Unterhemd an eigentlich. Und das müsste ja eigentlich saumäßig kalt sein, wenn die jetzt da oben klettert. Und schaut euch diese Grafik an. Wie geil ist das denn? Also ich glaube, das Spiel ist richtig top. Da macht das Zocken richtig Spaß bei so einem Spiel. Oh, na super, das wird ja immer schlimmer. Bald müssen wir auch noch ein bisschen springen, schätze ich mal, so wie das aussieht, weil da irgendwas kaputt ist. Oh, das wird richtig mies, Lara. Das wird mies. Das wird richtig mies. Oder nee, sie macht das ganz souverän und... Oh, Lara, hopp! Mach keinen Scheiß. Kletter weiter. Genau. Vergiss nicht, du musst auch wieder runter. Das verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. So, dann stellen wir mal den Sender hier ein. Von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Wie aufregend. Oh, wie geil. Jetzt müssen wir aber richtig extrem weit rutschen. Hui! So kommt man definitiv runter. Das hat richtig Spaß gemacht jetzt irgendwie.
Also, jetzt müssen wir ein Signal machen, um das, also dass das Flugzeug uns dann sieht. Jetzt gehen wir mal in dieses verlassene Gebäude oder was auch immer das sein sollte. So, jetzt haben wir neue Ausrüstung. Geilo Milo, ey, das ist ja mal richtig top. Jetzt müssen wir hier... Ah, okay, gut, ich verstehe. I understand. Jetzt müssen wir das hier mal aufbrechen. Und jetzt mal hier schnell verduften, Lara. Da ist es. Ein wenig rutschen, eine kleine Rutschpartie. Jawohl, und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt fliegen wir auf die Fresse. Na, Lara! Oh, war das jetzt eben aufregend. Das war jetzt eine richtig krasse Aktion von dir, Lara. Ja, Lara, das musst du aber nicht mehr in dieser Folge. Alles klar, Bros, haut da rein. Falls die Folge euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, was ihr tun müsst oder was ihr tun könntet. Die Folge ist jetzt hier over. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge von Tomb Raider. Haut da rein.